Heute ist Mittwoch und zur Feier des Tages habe ich ein leckeres Schnitzelgericht für euch vorbereitet. Ich bin der Callcenter-Kascher und nach dem Intro wird mutig losgeschnitzelt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei! Jo, moin! Jo, moin! Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Jo, moin! Hallo? Hallo. Dieser Anruf kommt von der Ermittlungsabteilung der FCA. Der Zweck dieses Telefonanrufs besteht darin, Sie zu fragen, ob Sie Erfahrung im Onlinehandel haben. Wir untersuchen Betrugsfälle in Kryptowährungen, im Devisenhandel und in anderen Bereichen. Mit Ihrer Hilfe können wir Ihren Fall untersuchen und nach Möglichkeit Ihr Kapital zurückerhalten, immer kostenlos und ohne Verpflichtungen Ihrerseits. Drücken Sie 1, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind und eine Lösung für Ihren Fall finden möchten. Drücken Sie 2, wenn Sie mit einem Unternehmen an Ihrem Betrugsfall arbeiten oder Ihnen jemand diesen Service anbietet. Drücken Sie 3, falls Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben. Ja? Hallo? Hallo, einen schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Martin Jürgensmann? Jürgensmann. Okay, super. Jürgensmann, ja, entschuldige, ich habe das falsch gelesen. Herr, ich bin Michelle Connell von FCA. Wegen einer Auszahlung rufe ich ihn gerade an, weil ich informiert bin, dass Sie früher mal Online-Trading gemacht haben, richtig? Wer hat Sie da informiert? Also von Blockchain ist bei uns ein E-Mail gekommen mit Ihren Daten. Okay. Von der Blockchain? Und, ja. Was ist denn die Blockchain? Wie bitte? Was ist denn die Blockchain? Wissen Sie nicht, was Blockchain ist? Nee, das frage ich Sie ja gerade. Okay, es ist ein weltweites Plattform, die Online-Transaktionen und Handeln auf die ganze Welt kontrolliert. Okay. Eine Plattform? Ja. Mhm. Ihr Hintermann ist sehr, sehr laut. Wie bitte? Der Hintermann ist sehr, sehr laut. Ja, es tut mir sehr leid dafür. Also Herr, richtig, ist es richtig, dass Sie früher Online-Trading gemacht haben und Geld investiert haben in Online-Investitionen? Ja, aber ich wüsste nicht, dass ich Ihnen das sagen müsste. Bitte? Weil warum sollte ich Ihnen das sagen? Ich kenne Sie doch gar nicht. Ja, ich bin eine Finanzberaterin von FCA. FCA ist finanzielle Aufsichtsbehörde und auf Ihrem Namen wurde eine Wallet gefunden, die blockiert gerade ist. Oh ja, dann okay. Diktieren Sie mir bitte mal die Wallet-Nummer. Wie bitte? Dann, was ist das für eine Wallet und auf meinen Namen ist die Wallet gefunden worden? Ja, genau. Auf Ihr Name wurde ein Wallet gefunden mit ungefähr so 10.000 Euro, die in Bitcoin stehen. Okay? Und ich muss Ihnen diese Summe überweisen, Herr. Ja, aber soweit ich weiß, ist eine Wallet doch anonym. Bitte? Ja, ich sage gerade, soweit ich weiß, ist eine Wallet doch anonym. Da gibt es keinen Namen, da gibt es gar nichts dran. Das stand unter Ihrem Namen, Herr. Ja, woher haben Sie denn? Ihnen. Ja, woher haben Sie denn eine Wallet ist immer anonym. Da steht kein Name dran. Ja, aber dieses Wallet gehört Ihnen. Verstehen ja, Sie mich? Woher haben Sie das? Wie haben Sie das denn festgestellt? Weil Blockchain hat das uns geschickt, dass dieses Wallet zu dieser Person gehört. Verstehen Sie mich? Ja, schon, aber die Blockchain weiß also auch keine Daten. Blockchain weiß einfach alles. Sie kontrolliert alle Informationen von die ganze Welt, okay? Jeder, der mit Onlinehandel zu tun hat, wird von Blockchain da. Hallo?
Hallo? Hallo, schon guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit Herrn Martin? Martin ist ja ein Vorname. Mit wem wollen Sie genau sprechen? Jürgensmann. Jürgensmann, ja, das bin ich. Okay. So, und wer sind Sie? Bitte? Anna bin ich und Sie? Anna bin ich und Sie? Das haben Sie doch gerade gesagt. Herr Jürgensmann. Okay, Sie sind Herr Jürgensmann. Okay, Anna bin ich. Ich rufe Ihnen, Entschuldigung, ja. Ich rufe Ihnen von Blockchain-System her wegen einer Auszahlung. Aha. Also, kann ich Ihnen Herr Martin sagen? Nee, Herr Jürgensmann. Nein, Herr Jürgensmann. Okay, Herr Jürgensmann. Okay, wir kennen Herr uns Jürgensmann. Doch schließlich nicht. Okay, Herr Jürgensmann. Also, ich habe hier ein Kapital unter Ihrem Namen von 15.000 Euro und ich werde Ihnen helfen, das Kapital auf Ihrem Bankkonto. Also, meine Frage ist, haben Sie früher Online-Trading Geld verlieren? Ich wüsste gar nicht, warum ich Ihnen das sagen sollte. Ich kenne Sie doch gar nicht. Von welcher Firma rufen Sie jetzt an? Vom Blockchain-System also. Ja, können Sie mir das Blockchain-System mal erklären, bitte? Also, ich kann Ihnen ein E-Mail schicken, also Blockchain-System. Wir nehmen die... hören Sie mich? Ja, wenn Sie reden, höre ich Sie. Ja, okay. Mit Kunden, die schlechte Erfahrung haben und wir blockieren das Geld. Also gibt es so viele Leute, die ihren Geld verloren haben, aber die denken, die das Geld verloren sind, aber Blockchain blockiert das Geld. Also das Geld sind schon bei uns gesperrt und niemand kann das Geld nehmen als Sie. Also. Ja, dann senden Sie mir doch einfach mal eine E-Mail bitte. Ja, ich schicke Ihnen eine E-Mail. Ich kann Ihnen auch, wenn Sie möchten, bei WhatsApp schreiben. Haben Sie WhatsApp bei diesem Nein, habe ich nicht. Okay, ich schicke Ihnen eine E-Mail und bitte schreiben Sie mir zurück. Ja, je nachdem. Ich warte jetzt erstmal auf die E-Mail. Die können Sie jetzt bitte losschicken. Ich warte am Telefon. Okay, einen Moment bitte. Haben Sie schon geschickt? Noch nicht. Warte einen Moment bitte. Ich bin kein Computer. Und trotzdem dauert es so lange? Ja, das kann ein bisschen dauern. Mhm. Ja, schicken Sie doch einfach mal die E-Mail. Ich melde mich dann per E-Mail. Ich habe jetzt ein bisschen was zu tun. Hallo? Okay, ja, ich schicke das jetzt Ihnen. Ja. Noch einen Moment dauert das. Ja, das schicken Sie am besten mal. Ich habe jetzt nämlich was zu tun. Ich muss jetzt was arbeiten. Das heißt, ich schreibe Ihnen dann eine E-Mail, dann können Sie mich nochmal anrufen, okay? Okay, ich habe Ihnen das geschickt. Sie können das schauen, wenn Sie Zeit haben. Ja, okay. Ja, hatte ich gerade gesagt. Bis dann, tschüss. Ja. Tschüss. Ja? Ja, Herr Jürgermann. Anna im Apparat. Ja. Also, haben Sie die E-Mail gesehen, ja? Ja, richtig. Okay. Aber Sie müssen mir aber nochmal das Blockchain-System erklären. Also, das haben Sie schon. Und Sie können auch bei Google Blockchain-System schreiben. Und können Sie das finden. Können Sie mir das nicht erklären? Ich habe Ihnen erklärt. Wir sind keine Trading-Plattform. Wir sind ein System, ein Bank. Und wir haben zu tun mit Kunden, die haben echt schlechte Erfahrungen. Sie sagten, Sie sind keine Trading-System, Sie sind eine Bank. Was sind Sie für eine Bank? Ja. Wie heißt die? Wie heißt? Eine Online-Bank. Eine Online-Bank. Und wie ist der Name dieser Online-Bank? Also, Blockchain-System. Nee, die Blockchain ist ja keine Online-Bank. Also, Herr,
eine Online-Bank. Wir mit Kunden, die schlechte Erfahrung haben, wir nehmen das Kapital und wir sperren das Kapital bei uns. Und niemand kann das Kapital nehmen. Also, hier steht Martin Jürgensmann. Also, nee, hier steht Jürgensmann, nicht Jürgensmann, Jürgensmann. Ja, Entschuldigung. Also, hier steht ein Kapital von 15.000 Euro und niemand kann das Kapital nehmen, weil die möchten das Kapital nehmen und Blockchain-System lässt die nicht. Also das Geld steht bei uns gesperrt. Ja, aber Sie schreiben ja eine E-Mail mit Outlook.com. Sie haben, wenn Sie sagen, Sie sind eine Firma, dann haben Sie sicherlich auch eine Firmen-E-Mail-Adresse, richtig? Also, ich habe Ihnen alles geschickt. Wenn Sie Hallo, haben Sie mich verstanden? Haben Sie mich da verstanden? Herr Jagermann. Ja, haben Sie meine Frage verstanden? Haben Sie meine Frage verstanden? Hallo? Hallo. Hallo, schönen guten Tag, Herr Licht. Ja. Das ist Michelle Rabe. Schön, Sie kennenzulernen. Ich rufe Sie von der Internationalen Investmentgesellschaft an und ich bemerkte, dass Sie sich heute für Ultrasize, unser vollautomatisches System, angemeldet haben. Hallo? Ich bin vollautomatisch mit. Hallo? Ja, hören Sie mich? Nein, schlecht. Michelle Rabe. Hallo, haben Sie einen Waschlappen im Mund? Ja. Sie haben einen Waschlappen im Mund? Nein. Hören Sie mich? Nein, keine. Hören Sie mich, okay? Nein, gar nicht. Sie schreien so. Warum schreien Sie so? Ja, ich schreie. Entschuldige mich jetzt normal? Ja, aber Sie müssen, Sie haben doch sicherlich irgendwas im Mund. Sie reden so. Können Sie mal bitte das aus dem Mund nehmen? Nein, okay. Nein, alles ist okay. Im Mund habe ich nichts. Kein Kaugummi, nichts. Gut, alles okay. Ist okay. So, und wer sind Sie jetzt? So, ich bin Michelle Rabe. Schön, Sie kennenzulernen. Wie heißen Sie? Das ist schon nicht zu verstehen. Michelle Rabe? Ja, richtig. Ah ja, so, Frau Rabe. Ich will Sie jetzt fragen, ja. Hallo? Ja, Frau Rabe, was ist? Sie möchten mit künstlicher Intelligenz weiterhandeln. Ja, ich spreche doch gerade mit einer künstlichen Intelligenz, denke ich, oder? Sie sind doch ein Computer, oder nicht? Sie sprechen mit mir. Nein, Sie sprechen mit mir. Sie interessieren sich für Handel mit künstlicher Intelligenz, richtig? Mit Handel im Allgemeinen. Hallo, Frau Rabe? Hallo, schönen guten Tag. Wen haben wir da jetzt? Hallo, hören Sie mich? Ja, und wer ist da? Ich heiße Alex. Wer geht es Ihnen? Ja, Sie heißen Alex. Nachnamen bitte? Oder ist das der Nachname? Sie können Alex... sagen Sie, dass es... Ja, ist das der Vorname oder ist es der Nachname? Vorname, natürlich. Ja, und wie heißt Sie mit Nachnamen? Alex gesehen. Und wie heißt Sie mit Nachname? Schon überfordert. Die Frage war zu schwierig. Ja? Hallo, ich grüße Sie. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Spreche ich gerade mit Herrn Hadamazic? Nee, Hadamzig ist der Name. Ah, es tut mir leid. Hadamzig, Thomas. Ja. Das ist Amber Harris. Ich kontaktiere Sie von FCA, Finanzaufsichtsbehörde, wegen einer Transaktion, die wir bei Ihren Daten erhalten haben. Aha. Können wir kurz reden? Haben Sie Zeit? Ja, habe ich. Die Transaktion ist schon in Bitcoin mit 1,004 Bitcoin, aber die Transaktion ist ungültig. Haben Sie das selber gemacht oder mit einer anderen Person? Die habe ich selber gemacht, ja.
Sie haben das selber gemacht. Weißt du schon, dass diese Transaktion ist in Wallet oder nicht? Wieso du? Nochmal? Warum duzen Sie mich? Bist du ein Tier? Warum duzt du mich? Fuck off. Hey, Scammer! Wieder reingefallen. Hi, Scammer. Hi, Scammer. Ja, FCA, ja. Blockchain, System. deshalb haben Sie so viel Geld verloren. Ich habe gar kein Geld verloren. Ich habe überhaupt kein Geld verloren. Ja, wo habe ich dein Geld verloren? Sag mal. Auf deine Mutter. Ich lach dich aus. Bist du lustig? Der dümmste Scammer, der heute angerufen hat. Komm, sag doch ein bisschen was. YouTube. Ach. Ja? Hi. Hallo. Guten Tag, Herr Martin. Hallo, guten Tag, Herr Martin. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Wen wollen Sie bitte sprechen? Mit Martin Jürgensmann. Herr Jürgensmann, ja, richtig. Ja, Herr Martin. So, Herr Jürgensmann. Ja, Herr Jürgensmann. Ja, genau. Ja. So, ich rufe Ihnen über diese Anmeldung, die Sie haben gemacht, über Online-Trading, Online-Investitionen. Ja? Welche Anmeldung genau? Über Online-Trading, Online-Investitionen, Herr. Ja, und welche Anmeldung genau? Über Online-Trading. Ich habe ja, und welche Anmeldung genau? Bei welcher Seite? Unsere Firma heißt My Fair Cup. Mhm. Ja, Herr, haben Sie nur eine Frage. Haben Sie viel investiert? Haben Sie Erfahrung mit Online-Trading? Oh, ich habe eine Menge Erfahrung. Ja, ist gut, dass ich schlechte Erfahrung habe. Ja, nee, mit Betrügern habe ich meistens eine schlechte Erfahrung. Sind Sie ein ehrliches Unternehmen? Gehört, ja, aber ich habe Erfahrung. Sie haben mit Betrügern bitte was? Ich verstehe Sie leider nicht. Sie nuscheln so. Herr, Sie haben mit Betrüger durchgearbeitet und das kümmert mich nicht. Nur ich rufe Ihnen über diese schlechte Erfahrung, die Sie haben, okay? Ja, sind Sie auch ein Betrüger? Nein, Herr. Ich bin nicht Betrüger, okay? Ja. Aber was möchten Sie sagen? Ja, ich habe Sie. Was wollen Sie denn? Weswegen rufen Sie denn jetzt an? Ich rufe Ihnen über diese Anmeldung, die Sie haben, Herr. So, können Sie mir sagen, mehr über diese schlechte Erfahrung, die Sie haben? Ja, ich hab ganz, ganz viele Betrüger angerufen. Haben Sie schlechte Erfahrung, nicht? Das habe ich gerade gesagt. Verstehen Sie kein Deutsch? Wie bitte? Verstehen Sie kein Deutsch? Herr, haben Sie schlechte Erfahrung oder nicht? Das habe ich Ihnen gerade doch beantwortet. Nein, Herr, Sie haben nicht mit das. Doch, habe ich gemacht. Ich habe beantwortet. Herr, nicht Spaß mit mir, okay? Ich mache keinen Spaß. Ich mache keinen Spaß. Ich habe Ihnen geantwortet. Okay, dann, haben Sie das nicht verstanden? Sie müssen nicht dauernd dazwischen reden. Ich habe Ihnen geantwortet. Haben Sie das nicht verstanden? Nein, ich habe nicht verstanden, weil ich habe nicht gehört. Ja, dann liegt das vielleicht... Dann liegt... Hallo, mal ruhig sein zwischendurch. Dann liegt das vielleicht daran, dass es in Ihrem Callcenter so laut ist, dass Sie mich nicht verstehen. Ja? Hallo, guten Tag, Herr Thomas. Hatzamik zum Apparat? Nee, nicht Hatzamik. Adamzik. Wie heißen Sie denn? Adamzik. Können Sie nicht lesen? Ach, Sie können nicht lesen. Gleich wie deine Mutter. Nee, meine Mutter kann lesen. Im Gegensatz zu dir. Wie deine Mutter und wie deine Schwester. Ach, meine Schwester, die ich gar nicht habe. Wie deine Frau. Ach, und meine Frau? Ja. Und, hast du sonst noch was Lustiges zu sagen? Weil sie eine Nase... Eine? Mal geh, verpiss dich dir, Mann. Du hast mich doch angerufen. Verpiss du dich doch. Geh, verpiss dich, du Hurensohn. Verpiss dich doch. Mal geh weg. Ja, geh du doch weg. Du hast mich doch angerufen.
Nein. Doch, oh nein, da habe ich dich nicht angerufen. Nein, ich glaube das nicht. Oh mein Gott, was haben Sie jetzt gesagt? Oh, geh weg, du kleine Penner, du alter Penner. Der lustige Betrüger mal wieder. Ha, hast du Geld verloren? Nein, ich habe Spaß mit Betrügern wie dir. Wie mir? Ja, wie genau. In deinem Leben hast du Spaß mit mir gemacht. Doch, habe ich, klar. Ich habe jede Menge Spaß. Jede Menge Spaß, Video, jede Menge Spaß mit dir, weil deine Videos zu veröffentlichen, genau. Die ganzen YouTube-Zuschauer lachen dich aus. Okay, nehmen Sie meine Stimme dann. Ja, habe ich doch schon. Und scheißegal. Ja, genau, weiß ich. Weiß ich. Gehen Sie Kartoffeln essen. Ja, genau, genau. Gegessen. Besser ja, Kartoffeln essen. Ja, du kannst so gut Deutsch, du hast keine Ahnung. Wo besser, kommt das? Scheißegal. Sag mal, warum rufst du eigentlich immer wieder an, du so Dumme? Einfach. 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 Ja, kompliziert kannst du dich anrufen. Du bist ja zu dumm dafür. Egal, was ich mache. Egal. Genau, egal, was du machst, du bist dumm. Genau. Wie deine Mutter. Nee, meine Mutter ist schlau. Geh, verpiss dich. Kannst, ja, geh du doch mal. Verpiss du dich doch mal. Du hast mich doch angerufen. Los, ey, verpiss hallo. Dich. Hallo. Kleiner Betrüger. Was für eine Betrüger. Du Betrüger. Was für eine Betrüger. Das habe ich dir auch gerade gesagt. Du bist ein Betrüger. So, hör mal bitte ganz gut zu, okay? Nö, warum sollte ich dir zuhören? So, Sie müssen einen ganz ehrlich... Sie müssen ganz Aber du kannst ja doch nicht mal gerade satt sprechen. Was ist los mit dir? Lass mich nicht wie eine Esel, du Doch, du bist dümmer als ein Esel. Esel sind schlaue Tiere. Du bist dümmer als ein Esel. Ja, ich weiß. Das ist das einzige Wort, was du kannst, ne? Das ist das einzige. Der Opfer bin ich ja nicht. Das ist meine Schuld, dass Sie Geld verloren haben. Ich habe doch gar kein Geld verloren. Wo habe ich denn Geld verloren? Sag doch mal, wo habe ich denn verloren? Das müsste ich auch verstehen, dass Sie Geld verloren haben. Ja, wo denn? Wo denn? Sag's doch! Wo habe ich denn Geld verloren? Hast du schon ein Konto eröffnet? Natürlich, hunderte. Überall bei diesen Betrügerplattformen, genau. Okay. Und hast du Geld verloren? Nein, ich habe noch nie eingezahlt. Haben Sie noch nicht eingezahlt? Nein. Weil ich nicht dumm bin wie du. Und pass einfach auf, okay? Ja, auf was denn? Ich werde Ihnen... Ja, was denn? Anzeige ja, was hörst du denn? Eine Anzeige! Ein Betrüger, der mich anzeigt. Oh, klasse. Da freue ich mich drauf. Mach mal. So. Tut mir leid, wenn ich zu laut gelacht habe. Aber wenn mich Betrüger anzeigen wollen, dann kann ich mich vor Lachen kaum halten. Wie kommen die denn auf die Idee, dass ein Scambaiter Angst vor Anzeigen vor Betrügern hat? Also für heute habe ich genug gelacht und sammle ab jetzt für die Juli-Ausgabe der Schnipsel. Schön, dass ihr mitgeschnipselt habt. Ihr hört mich am Sonntag wieder mit einem neuen Video. Bis dahin habt nette Menschen um euch und lasst euch bitte nicht abzocken. Tschüss, euer Callcenter-Crusher.